Wir haben jetzt 3 Niederlagen in Folge gehabt. Ich glaube, 2 davon hätten nicht sein müssen. Gegen Osnabrück haben wir mal 70 Minuten ein bisschen Wurm drin gehabt. Deswegen war es für uns ganz, ganz wichtig, jetzt nach der Länderspielpause wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Das war auch ganz wichtig, das haben wir auch gesagt. Wir müssen wieder zurück zu unseren Basics, die uns stark gemacht haben, die uns auch letztes Jahr stark gemacht haben. Und ich glaube, das ist uns heute überragend gelungen. Jeder hat sich in den Schuss reingeworfen, jeder wollte heute das Tor verhindern. Überragenden Torwart hinten drin gehabt mit dem Benny und so kann man halt auch wieder zu Null spielen. Ich glaube, wir haben in den ersten 15 Minuten so ein bisschen Probleme gehabt, reinzukommen. Dann, umso länger das Spiel gedauert hat, hat man auch gemerkt, oh, es geht wieder ein bisschen leichter. Wir haben die letzten Spiele auch ein bisschen im Kopf gehabt, aber gerade Richtung Ende der ersten Halbzeit und dann die zweite Halbzeit war wieder die Mannschaft auf dem Platz, die wir sehen wollen. Einer meiner besten Freunde steht auf der Gegenseite. Ich habe noch nie gegen ihn gespielt, deswegen ist es ein besonderes Gefühl. Das habe ich tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es vor dem Anpfiff so merke, aber die Anspannung war dann doch ein bisschen größer als sonst.